Ja, einen wunderschönen guten Tag, Damen und Herren. Ich befasse mich heute ausschließlich mit dem stärksten Schild im Spiel Final Fantasy XII und das ist das Gendarm. Dieses hier habe ich schon in meinen vorherigen Videos öfters mal erwähnt, dass ich mir das schon ein paar Mal geholt habe, aber mich haben ein paar Leute gefragt, wo bekomme ich das Ding eigentlich her? Und das würde ich euch heute gerne zeigen. Ich befinde mich im Megachrist, im Ausgangsgebiet, bei dem Standortwechsel Nummer 8. Der Weg zum Gendarm ist eigentlich relativ easy. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst. Unter anderem, oder eigentlich gibt es nur zwei. Die erste ist, ihr habt Espa Ultima besiegt. Die zweite ist, ihr habt im Raum, wo die Espa wartet, die Schatztruhe mit dem Excalibur geöffnet und das Schwert eingesammelt. Mehr müsst ihr eigentlich bis hierhin gar nicht tun. Wir gehen jetzt mal zum Raum. Es gibt noch eine kleine Voraussetzung und zwar, wenn ihr den Weg zur Espa bereits bestritten habt, müsstet ihr einen gewissen Standortwechsel aktiviert haben und zwar die Nummer 20. Wie gesagt, wir starten jetzt hier in der 8, müssen durch dieses Tor hier gehen. Und dann kommen wir zum Wechsler Nummer 9, der uns in das Gebiet bringt, wo die Nummer 20 steht. Da ist die 9. Ich habe mein Lösungsbuch vor mir, weil ohne das komme ich hier absolut nicht weiter. Es gibt hier, glaube ich, nur einen Weg raus, und zwar ist das genau dieser hier. Und da müsste jetzt eigentlich die 20 stehen. Die 20 ist so der, sag ich mal, Verbindungsstandortwechsler zwischen. Ich zeige euch das mal auf der Karte. Na, so. Wir sind jetzt genau in der Mitte. Die 20 wäre so die Verbindung zwischen Decke, also da ist sie, zwischen der Decke, also der obersten Ebene im. Hallo Manu. Ja, ich bin mal live. So, jetzt sind wir quasi schon fast in der Decke. Oder wir sind in der Decke vielmehr. Hier gibt es meines Wissens auch nur einen Weg raus, und zwar diesen hier. Und jetzt müssten wir das. Wir warten ein paar Gegner. Gut. Jetzt müssten wir unten in das Gebiet kommen, wo der Speicherkristall ist. Da ist er. So, jetzt muss ich mal kurz auf meine Lösung schauen, auf meine Karte. Ich bin gekommen von der Nummer 19. Und hier hoch müsste es jetzt, oder beziehungsweise wir gehen mal eben hier, damit ich sicher gehe, dass ich richtig bin. Hier müsste die Aquarius-Torsteuerung sein. Verbunden mit ein paar Gegnern, jawohl. Los, weg. Das hier. Ne, ist ein Wechsler. Menü? Ist das die 9? Ne, das ist die 14? Ist das die 14? 18. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Ah, natürlich ist das die 18. Entschuldigung. Ich bin vollkommen richtig. Sorry für die Verwirrung. Ich bin richtig. Geradeaus. Oh, jetzt verpisst euch. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. So. Geradeaus ist der Raum mit Ultima. Hier taucht diese besagte Kiste auf mit dem Gendarm. Ihr tut jetzt Folgendes. Ich nehme für diese Aufgabe immer Ash. Warum, weiß ich nicht. Ich mag sie halt. Sie sieht geil aus. Läuft. Ihr rüstet Ash, beziehungsweise ihr entledigt Ash aller Schilder und Waffen. Und zieht ihr das Diamantreif an.
Wo ist es? Da. So. So sieht's aus. Sie hat nichts an. Schade eigentlich. Nein. Wir gehen mal aus dem Raum raus. Das müsst ihr auch tun. Und gehen dann auch wieder rein. Dann wird geautosaved. So. Jetzt muss ich kurz überlegen. Genau. Ich würde jetzt das Spiel beenden. Aber nicht über dieses Menü. Sondern über das PlayStation-Menü. Das Problem an der Sache ist, beziehungsweise mein Video würde dann gestoppt werden. Eigentlich ist es das Spiel beenden und neu zu starten eigentlich nur dafür da, um dieses Wahrscheinlichkeitselement im Spiel komplett einmal neu zu starten. Ich würde jetzt sagen, ich lasse das mal sein. Ich würde es euch trotzdem empfehlen. Ich mache es jetzt wirklich nur aus aufnahmetechnischen Gründen, dass die Kiste da erscheint. Ich sag mal so, wenn es jetzt innerhalb von 5 Minuten nicht funktioniert, dann würde ich das mal tun und nachher die beiden Videos einfach zusammenschneiden. Hat einfach nur diesen einen Grund, mehr eigentlich nicht. Die Kiste hat eine 2-3%ige Chance zu erscheinen da oben. Und ist wirklich auch nur da, wenn hier in diesem Raum Ultima und die Kiste mit dem Excalibur geöffnet wurde. Ich probiere es jetzt, ich tue mal eben ein bisschen vor. Übrigens, kleiner Tipp, dieses Vorspulen hier, oben rechts an der Ecke, müsst ihr nicht immer über die Einstellungen machen. Ihr könnt einfach die Taste L1 gedrückt halten und mit dem Steuerkreuz nach links oder rechts gehen. Damit könnt ihr, wie ihr hier oben seht, die Beschleunigung verändern. Mehr, weniger, wie auch immer. Ihr müsst also nicht immer ins Menü dafür. Habe ich auch vor kurzem erst rausgefunden. Finde ich eigentlich eine ganz nette Sache. Also ich habe zwar, ich erzähle ein bisschen, während ich laufe, beim letzten Mal gesagt, oder beim ersten Mal gesagt, dass ich so eine Art Komplettlösung euch zur Verfügung stelle. Das werde ich auch tun. Ich hatte leider, oder ich wollte eigentlich beim ersten Durchspielen eigentlich mal alles so mitnehmen, was geht und mir selber mal einen Überblick verschaffen, was sich alles hier in dem Spiel an Neuerungen ergeben hat. Und es sind wirklich einige. Bezüglich Kisten, Manipulationen und was auch immer. Und damit ich da nicht euch wertvolle Zeit stehle, indem ich Videos mache, die über, paar Stunden gehen und ich nicht weiß, was los ist, sammle ich erstmal alle Infos, die ich hier kriegen kann und stelle dann nachher nochmal eine komplette Lösung inklusive, also ich will versuchen 100% natürlich zu machen, inklusive aller Waffen, Schilder, Nebenaufgaben, whatever, alles was dazugehört, stelle ich euch zur Verfügung. Es ist hier wirklich nur ein Rein- und Rausgerenne und kurz nach oben gehen, gucken, ob die Kiste da ist. Mehr ist das nicht. Es dauert mitunter etwas länger. Wer mein Drachenturm-Video kennt, der weiß, was ich meine. Ich würde jetzt mal bis, 15 Minuten Stream probieren, ob es funktioniert. Und wenn nicht, dann starte ich mal neu und guck mal. Also wie gesagt, ihr solltet das tun. Ihr solltet das Spiel, wenn ihr hier in diesem Raum seid und der Autosave klappt, auf jeden Fall das Spiel neu starten, um halt dieses RNG-Tool im Spiel zurückzusetzen, damit die Kiste definitiv noch ein paar Mal erscheint. Es dauert hier bei mir wirklich etwas länger, merke ich gerade. Ich hoffe jetzt, ich habe auch nichts vergessen, euch zu erzählen. Eigentlich aber habe ich alles, hoffe ich. Ich liebe dieses Rumgerenne. Wie gesagt, Kiste hat eine Chance von unter 3% da oben zu erscheinen, genau hier in der Mitte. Nö, scheiße. Boah, wenn die jetzt gerade da war, ne? Egal.
Oh, ich liebe diese Musik hier. Das Gebiet ist extrem schwul. Entschuldigung, scheiße. Schwul sollte kein Schimpfwort sein. Aber die Musik hier ist überragend. 5 Zuschauer, ich begrüße euch alle. Für alle, die noch nicht mitbekommen haben, was ich hier tue, ich will die Kiste mit dem Gendarm spawnen lassen. Dem stärksten Schild im Spiel. Wie ihr hier hinkommt, wartet, bis der Stream vorbei ist und guckt euch dann das Video nochmal an. Kannst du mir sagen, warum die... ich hasse diese Seiten, diese Zeilenumbrüche hier. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass die wirklich extrem stark sind. Ich war auf Level 99, bin dann in die Grotten rein, weil ich... Was wollte ich denn machen? Weiß ich gar nicht. Ich wollte irgendwas machen. Und da kommen diese drei Viecher auf mich zu und machen mich komplett runter. Ich hatte gar keine Chance gegen die. Ich habe echt... keine Ahnung. Weiß ich nicht. Im ursprünglichen Spiel waren die mir auch nicht so stark in Erinnerung. Und was für die zweite Frage mit Rex? Ja, was wolltest du da wissen? Das musst du bitte nochmal schreiben. Definitiv erforderlich. Es gibt andere Methoden, die halte ich aber für schwachsinnig, weil die ewig brauchen, aber das mit Rex würde ich probieren. Musst du probieren, weil ich wüsste auch nicht, wo das Problem da sein sollte. Du musst das Spiel einfach nur kurz neu beginnen und ja, dann war's das. Ne? Mehr ist nicht zu tun. Nur wie gesagt, vorher bitte dann denken, dass du im Richtfeuer einen neuen Spielstand anlegst, weil sonst überschreibt der Autosave mit Rex deinen momentanen Autosave und das wäre blöd. So, ich probiere es noch 2 Minuten und dann starte ich mal das Spiel neu und muss dann auch leider den Stream neu starten. Ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei dann. Das macht jetzt hier so keinen Sinn, weil die Kiste kommt und kommt einfach nicht. Ach, verdammt. Hallo! Raffi, du hast das Beste verpasst. Was heißt das Beste? Du hast eigentlich alles verpasst. Nein, du hast die Erklärung verpasst, wie man hier hinkommt und mehr eigentlich nicht. Interessanter Name. Oh no, so no, so no. Klingt wie ein chinesischer Porno. Ach, du hast es schon. Okay. Warum mache ich den ganzen Scheiß hier? Nein, Quatsch. Ja, ich habe es erst 4-mal. 4-mal reicht mir auch. Aber ich will ja den Leuten zeigen, wie es geht. Nicht wahr? Dö. Was? Welche Sau war das? So, also die Kiste kommt nicht. Ich würde jetzt mal neu starten. Du hast noch nicht? Moment, was habe ich noch oben gelesen? Nein, du musst die Esper töten, weil sonst ist der... klar, die Esper ist genau hier in der Mitte. Und
bis du den Kampf nicht gewonnen hast, kannst du nicht wieder in diesen Raum rein und die Kiste erscheint. Das geht nicht. Also es erscheint ja eine Kiste während des Kampfes und da ist das Excalibur drin. Das musst du dir schnappen und natürlich dann Ultima besiegen, was aber nicht so schwer ist, finde ich. Und dann kannst du immer wieder hier raus und rein laufen und gucken, dass diese Kiste erscheint. Ultima muss besiegt sein, sonst funktioniert es nicht. Okay, meine lieben 5 Zuschauer, ich würde jetzt mal die Anwendung beenden und neu starten. Ich starte natürlich den Stream wieder neu, damit ihr direkt weiterverfolgen könnt, wie es funktioniert, weil es... Ich bin jetzt hier, weiß ich nicht, 8 Minuten schon am Rumlaufen und es klappt nicht. Ultima wird eingeatmet. Genau so ist es. So, ich starte mal neu. Ich hoffe, ihr seid gleich wieder dabei. Ihr werdet ja sehen, wenn ich online komme. Das dürfte nicht lange dauern. Ein kleines Momentchen. Da bin ich wieder. Falls ihr wissen wollt, was ich hier tue, guckt euch Teil 1 des Videos an. Es gibt auch einen Grund, warum ich es nicht wie andere YouTuber mache, beziehungsweise andere Leute, die ihre Videos auf YouTube hochladen, aus Komplettlösungsgründen, wie auch immer. Im Stream ist es so, dass ihr längere Videos aufnehmen könnt, also über eine Stunde. Die PS4, da ist es nur möglich, Videos bis maximal 60 Minuten aufzunehmen. Und das ist mir definitiv zu wenig. Wenn ich irgendwas erkläre oder, weiß ich nicht, zum Beispiel das Sonnenschwert-Video, das dauert ja Ewigkeiten. Da würde ich schon gerne, dass die Leute alles sehen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich die 60-Minuten-Videos dann auf den Stick zu ziehen und auf den PC zu bearbeiten, zusammenzuschneiden, wie auch immer. Bin ich aber nicht so der Fan von, deswegen mache ich das lieber so. So, ich bin immer noch fleißig dabei, hier raus und rein zu laufen, um zu gucken, dass diese Kiste kommt. Dauert Ewigkeiten. Ätzend, wirklich. Aber was tut man nicht alles? Na, wo sind denn meine ganzen Zuschauer hin von eben? Da ist der Erste. Da ist die Kiste! Scheiß die Wand an! Nach 2,5 Minuten. Also wie gesagt, ihr müsst dann wirklich doch die Anwendung beenden und einmal neu starten und nach, ja, wenn ihr Glück habt, 3 Minuten kommt die Kiste. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, müsst ihr Folgendes tun. Ich guck nochmal eben, ob Ash auch richtig ausgerüstet ist. Stirnreif, Fürstenmantel, nicht bewaffnet und Diamantreif. Super. So, ihr müsst euch jetzt insgesamt 9-mal selbst auf die Fresse hauen. Und beim 9. Mal müsste es theoretisch eine 4er-Kombo geben. Schauen wir mal. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4er Kombo. Jetzt müsst ihr euch nochmal selber hitten.
Und dann die Kiste öffnen. Und ihr kriegt einen Meteorit. Das ist aber beabsichtigt. Denn jetzt müsst ihr aus dem Raum raus, direkt wieder rein. Und die Kiste ist wieder da. Da ist sie. Ihr habt das Diamantreif, öffnet die Kiste und bekommt ein Gendarm. Zack. Und ich habe jetzt, glaube ich, 5. Das war's. Mehr müsst ihr nicht tun. Also der Weg hierhin, guckt euch Video 1 an. Ist nicht wirklich schwierig. Wie gesagt, ihr müsst Esper Ultima besiegt haben. Die ist nämlich hier in diesem Raum. Ihr habt das Excalibur eingesammelt. Und dann ist der Raum hier quasi leer. Dann einfach nur, wie gesagt, hier reinlaufen, Autosaven, PlayStation aus oder Anmeldung schließen, je nachdem, was ihr gerne möchtet. Ich würde empfehlen, die Anmeldung zu schließen, dauert nicht so lang. Neu starten, dann startet ihr wieder hier in diesem Raum, lauft raus, lauft rein, guckt, dass die Kiste da ist, haut euch selbst 10-mal, beziehungsweise 9-mal und dann nach der Combo ein 10. Mal, öffnet die Kiste, bekommt ein Meteorit, lauft raus, lauft rein, Kiste wieder da, Gendarm. Das ist die Reihenfolge. Und wie gesagt, der Weg hierhin ist nicht wirklich schwer, wenn ihr Ultima oder ihr müsst ja Ultima besiegt haben. Von daher habt ihr diesen Standardwechsel 20 bereits aktiviert, der euch hierhin führt. Oh, jetzt kommen wieder 500 Gegner. Ah, okay. Und los. Wieso revers? Bist du behindert? Ach, verdammt. Los. Das war's. Mehr ist nicht zu tun. Ich habe jetzt, glaube ich, ja, 5, ne? Jo, 5. Und das da vorne müsste Standortwechsler 19 sein. Boah, ist das einfach mit dem Schwert. Geile Scheiße. Ja, stimmt. So, die 19 bringt euch zur Nummer... Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wo bin ich denn jetzt? Lösungsbuch. 19. Wo bin ich denn? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Plan, wo ich gerade bin. Das ist wirklich asozial hier dran, wenn du kein Lösungsbuch hast. Du gehst so kaputt. Boah, wo ist denn die 19? Warte mal, welcher ist das jetzt hier? 20, ne? Jo, 20. Ach, da bin ich! Na, guck an. Wo muss ich hin? So 9. Und die 9 ist... Ah, hier gibt es 2 Tore. Eins ist zu, eins ist auf. Da ist das zu und hier gegenüber müsste das offene sein. Jawohl, dann hier durch. Wo bekomme ich Schleifen? Keine Ahnung. Habe ich überhaupt eine? Ich glaube nicht, oder? Ne, habe ich nicht. Nö, habe ich nicht. Pff, keine Ahnung. Früher gab es die im Richtfeuer, unterste Ebene, in der Kiste, zu 10% oder so, mit Diamantreif. Aber wo die jetzt sind, boah, keine Idee. Ich finde aber, weiß ich nicht, brauche ich eine Schleife? Braucht man Schleifen? Ich meine, die sind ganz nett, aber... Der Drachenturm ist... aus mehreren Gründen besser als der Seitengrat. Beim Drachenturm kann man ein Schild tragen, beim Seitengrat nicht. Vorteil da vom Seitengrat ist natürlich, der hat eine höhere Reichweite, sprich ihr seid immer relativ weit vom Gegner entfernt und braucht natürlich dann auch kein Schild, weil bis der Gegner bei euch ist, habt ihr den schon längst getötet. So, wo bin ich jetzt hier? 14. Wo ist denn 14? Oh, ich habe den falschen genommen, ich Depp. Ja, ich habe den falschen genommen. Und zurück.
Nee, Tricks gibt's, glaube ich, soweit ich weiß, nicht. So, warte mal. Welcher war das jetzt hier? 12, alles klar. Ja, Jagdring habe ich beendet. Hab dadurch meine zweite Boxerlanze bekommen. Achso, das Trostwert habe ich auch. Hier. Ist ganz cool, ist nur scheiße langsam. Wo ist denn meine Doxerlanze? Da, zweimal. Die bekommt ihr zweimal, wenn ihr die Signen von den Jagdring-Exoten an alle drei Bangas untereinander aufteilt. Sprich, jeder bekommt 10. So, ich bin hier wieder bei Nummer 20 und ich muss jetzt nach... Hey, wieso ist das Tor denn dazu? Ah ne, ich muss zur 10 laufen. Die 10 ist... Sagittarius Tor 2 und dann rechts davon. Ne, 2 oder 1? 1. Das hier dürfte die 1 sein. Jawohl, dann ist das der Weg. Und dann kommt da unten Standortwechsel Nummer 10. Zack. Weißt du was? Ich mache jetzt mal diese Drachen fertig. Habe ich mir jetzt mal vorgenommen. Ich laufe jetzt in die Zentania-Grotte und mache diese Scheiß-Idioten fertig. So. Und zwar mit Penello, Vaan und Balfir. Also bleibt dran. Ich glaube, der einfachste Weg in die Grotten ist nach Jahara und dann von da aus unten in die... in die Zetanian-Grotte. Grotten. Dass die hier keinen orangen Kristall gemacht haben, fuckt mich so ab. Dieser Weg hierhin ist sowas von nervig. Egal. Kriegen wir hin. So. Ach, eigentlich kann ich ja auch... Achso, für alle, diesen Tipp eben nicht mitbekommen haben. Die Spielgeschwindigkeit könnt ihr relativ einfach umstellen. Und zwar haltet L1 gedrückt und drückt auf dem Steuerkreuz nach links oder rechts. Damit könnt ihr, wie ihr hier oben seht, die Geschwindigkeit, ohne dass ihr ins Menü müsst, umstellen. Das habe ich vor kurzem rausgekriegt, wahrscheinlich durch Zufall. Aber ist auf jeden Fall eine relativ coole Methode. Ach, wo laufe ich denn hin? So. Verlass die Zauber. Ja, ich werde mal schauen. Das mache ich jetzt einfach mal, um zu sehen, ob es wirklich so krass ist. Ich habe es auf jeden Fall sehr krass in Erinnerung. Ja, das stimmt. Aber ich gucke jetzt mal. Bin ja eigentlich ganz gut trainiert. Hab neue Waffen, neue Schilder. Yes, Matt war easy, wirklich. Also mit den Waffen war der echt easy, muss ich sagen. Vor allem mit dem Turbo-Modus. 20 Minuten oder so, war er weg. So. Waren auf Red Bull. So. Auf nach Jahara.
Oh, Regen. Noch nie gesehen hier. Ja, doch, ist glaube ich der einfachste Weg hier runter und dann sind wir schon da. So, bei 4 und Pennello. Haben Drachenturm, Gendarm, jawoll. Duplikette, Duplikette. Jawohl, und los. Ich glaube, die waren hier, in diesem untersten Abschnitt. Baramuka-Kluft. Schauen wir mal. Ich meine ja. Korrigiere mich bitte jetzt, bevor ich da hinlaufe und da ist nichts. Ach komm ey, scheiß drauf. Wir rennen! Null süß. Ah, und das Schild ist so geil. So, gleich bin ich schon da. Und die Viecher sind wirklich verdammt stark. Da sind sie. So, klein bisschen Vorbereitung. Protega. Courage noch warm, ich glaube bei 4 hat schon. Jo, die sind das und die sind wirklich absolut asozial. Was vergessen? Nö, dann los. Bist du das? Du bist das, ne? Boah, guck dir an, wie viel HP die haben. Leck mich fett, ey. Erstmal schön Banga, ne? Oh, Konfussturztoxin. Mega gut. Alle? Ne, bei 4 nicht. Oh. Ja, einen habe ich fast. Aber ich habe nur 2, oder? Wo ist denn der dritte? Waren das nicht 3? Ne, so nur 2. Also geht ja eigentlich noch. Galon, habe ich das? Weiß ich gar nicht. Boah, ich bin nervös. Konfus, Konfus, Konfus. Negiert. Was? Toxinsturz. Blind. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Mann, weg. So. Ach, du auch noch. Oh, fuck. Was mach ich denn jetzt? Raus. Rein. Gegengift, ach ey, Gegengift, ey. Moment. Wo ist Ren? Ren! 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 So. Ey, ich hab bei Yasmat nur einen Durchgang gebraucht. Hier bei denen brauch ich 2. Jetzt treff dich doch mal! So. Wenn ich Pech habe, hat er jetzt seine TP wieder. Ach scheiße, der hat ja noch... Oh. Los, mach dich selbst fertig. Hau dir in die Fresse! Der trifft mich, weil er einen Gendarm trägt.
geil. So, jetzt aber. Also. So. Habe ich jetzt diese scheiß Galon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Heißt das wirklich so? Da ist es! Tatsache, ich habe nur eins. Das gebe ich Pinello, weil die zaubert. So, noch was? Nö. Nächste Runde. Bitteschön. Mach mal Courage. Und du auch. Wahrscheinlich warten die jetzt hier auf mich. Nee, doch nicht. Und die haben beide. Oh, der hat noch wenig. Und los! Drauf! Weg mit dem Wichser! Bam! Das ging schnell. So. Soll ich noch was machen? Soll ich noch die Welt retten? Oder so? Wen soll ich noch töten für euch? Gibt ja keinen mehr. Hiasmat ist weg, Omega ist weg. Echt jetzt? Geil. Ha, herrlich. Was kann ich denn noch machen? Ich überlege gerade. Sonst ist ja hier alles relativ langweilig. Wenn man schon alles hat. Fällt euch noch ein Gegner ein? Ein Wiederkehrender, der relativ stark ist, den ich jetzt noch mal aufs Korn nehmen könnte? Bla 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 bla. Immer raus mit der Sprache. Ich bin offen für alles. So, noch eine Idee? Ich gehe mal die Karte durch. Mal gucken, wo man noch hin könnte. Die Sümpfe. Boah. Boah. Womit weiter? Ich bin fertig. Fast. Ich muss eigentlich nur zum Endgegner laufen, dann bin ich durch. Ich suche, wie gesagt, noch ein paar schwierige Gegner. Espon habe ich alle. Jo. Techniken habe ich alle. Zauber habe ich alle. Hm.
Ja, immer raus. Ansonsten würde ich jetzt sagen, war's das für heute. Sonst gibt's ja hier wirklich nichts mehr, was man... Gegner, die man besiegen könnte. Die zweite oder die, den ersten Dämonenwall habe ich auch schon hinter mir. Da gibt's nichts mehr. Nö, es gibt nichts mehr. Gut. Mache ich hier Schluss. Wie gesagt, wenn ich das Spiel durch habe, gibt's von mir eine komplette Komplettlösung. Denn ich will euch noch oder ich will euch alles zeigen, was es gibt in diesem Spiel. Und ja, abonniert mich, lasst ein paar Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Und verfolgt natürlich dann auch meine weiteren Videos. Ich danke.